Samsung macht beim 5G-Trend natürlich mit und bringt das Galaxy S10 5G auch in Deutschland auf den Markt. Aber lohnt sich das Handy, wenn wir hierzulande ja noch gar kein 5G-Netz haben? Wir haben das Smartphone mal getestet. Sagen wir mal so, um die schnelleren Datenraten nutzen zu können, müssen wir noch eine ganze Weile warten. Nur für 5G würde ich das neue Galaxy für über 1.200 € nicht kaufen. Es ist aber mehr als nur ein 5G-fähiges Galaxy S10 Plus. Zum einen ist es noch größer. Das Display misst jetzt stolze 6,7 Zoll und ist wieder ein hochauflösendes OLED-Display. Damit hat es einen riesigen Farbraum, einen starken Kontrastwert und bei HDR-Videos oder unter Sonnenlicht wird es richtig hell. Im Display ist auch wieder ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor verbaut. Der reagiert super schnell und auch zum Beispiel mit nassen Fingern. Das Loch im Display ist ein bisschen größer. Da sitzt jetzt aber neben zwei Frontkameras auch noch ein sogenannter Time-of-Flight-Sensor. Und auch auf der Rückseite habt ihr neben der Weitwinkel-, Zoom- und Ultraweitwinkelkamera einen weiteren ToF-Sensor. Der sorgt unter anderem für einen besonders guten Unschärfeeffekt. Ja, Selfies und Porträts sehen wirklich super aus, aber ein Vorteil gegenüber dem S10 und S10 Plus ist uns nicht aufgefallen. Richtig cool ist aber, dass ihr damit den Bokeh-Effekt auch live bei Videoaufnahmen anwenden könnt. Insgesamt ist die Fotoqualität genauso grandios wie bei den anderen S10-Modellen. Im Dämmerlicht kommt die Qualität zwar nicht ganz an das Huawei P30 Pro ran, aber im Gegenzug müsst ihr bei Selfies auch nicht auf einen Autofokus und eine zweite Weitwinkelkamera verzichten. Und Videos dreht ihr in 4K sogar mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Das Arbeitstempo ist mit Samsungs Exynos-Prozessor und 8 GB RAM spitzenmäßig und auch die Grafikleistung ist erste Klasse. Und dazu gibt es nochmal mehr Akkupower als beim S10 Plus. In unserem Test hält das 5G Galaxy bei Dauerbelastung über 11,5 Stunden durch. Das ist super und bringt euch locker durch den Tag. Und ein kompletter Ladevorgang dauert rund 100 Minuten, was auch sehr gut ist. Kabelloses Laden ist natürlich auch am Start und wenn ihr wollt, könnt ihr das S10 5G auch selbst als Skiladestation nutzen. Für den stolzen Preis kommt das S10 5G aber ohne erweiterbaren Speicher und ohne Dual-SIM-Funktionalität. Aber hey, es gibt noch eine Klinkenbuchse! Was sagt ihr denn zu 5G? Freut ihr euch schon drauf? Im Netz gibt es auch Negativschlagzeilen, 5G sei eventuell gefährlich. Unser Testchef Wolfgang Paula hat sich mit der Frage mal beschäftigt und hier unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zum Video.